Willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Eine kleine Nachtepisode am Freitagabend bzw. Freitagnachts. Ich werde mich trotz schlechter Aussichten wieder für eine Mauradon-Höhle hier anmelden. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Und ansonsten sehe ich jetzt mal zu, dass ich hier mal ein bisschen weiterkomme vom Questen her. Ich habe ja gesagt, Feralas möchte ich gerne durchquesten und das werde ich auch tun. Und deswegen werde ich jetzt hier mal ein bisschen Gas geben. Mal gucken, wie weit ich heute komme mit den Quests. Mir geht es gerade eigentlich ganz gut. Ich bin recht fit. Nicht müde oder so, meine ich damit jetzt. Da können jetzt doch ein paar Parts rumspringen und dementsprechend ist die Chance auch groß eigentlich, dass wir trotz allem einen Dungeon-Part gehen. Ich gucke im Moment, fällt mir gerade ein, weil ich es jetzt gerade erst wieder eine Folge gesehen habe. Ich habe einen neuen Anime entdeckt und zwar Tokyo Ghoul. Habe ich das schon erwähnt? Ich glaube nicht. Das ist, da wurde ich erst vor einer Woche oder so von einem Freund drauf aufmerksam gemacht. Da sind auch erst 4 Folgen draußen. Und ich muss sagen, der hat wirklich Potenzial nach oben. Also mir gefällt der richtig gut. Der hatte jetzt nicht so einen absoluten Wow-Effekt, wie es bei Attack on Titan der Fall war. Aber der Anime-Stil, der Zeichenstil gefällt mir richtig gut von Tokyo Ghoul. Und ich habe jetzt die letzte Folge jetzt eben gerade gesehen. Und die war auch wieder richtig, richtig gut. Also mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß, die anzusehen. Und ich verspreche mir da doch noch sehr viel von. Und hoffe, dass da doch noch einiges passieren wird. Der Manga ist übrigens sehr viel weiter. Da musste ich mich auch direkt erstmal wieder ein bisschen spoilern. Ich glaube, ich habe sogar schon mal erzählt von Tokyo Ghoul, ne? Ich meine schon, dass es da um Ghule geht und ja, ich habe es auch schon mal erwähnt, aber ich habe halt jetzt vorhin die 4. Folge gesehen und da ist mir einfach nochmal aufgefallen, das ist wirklich eine Top-Serie und auf jeden Fall für alle, die ja gerne Animes gucken, auf jeden Fall ein Insider-Tipp, weil der ist ja noch nicht so Mainstream, beziehungsweise eigentlich noch gar nicht, der kommt ja gerade erst, der Anime, kennen wahrscheinlich die wenigsten. Es sei denn, man ist, keine Ahnung, in dieser Szene unterwegs, ich bin es nicht und bin dann nur aus durch Zufall drauf gestoßen, weil ich halt von jemandem ja darauf hingewiesen wurde und ich muss sagen, ich habe ihn damals gesehen, also vor 2 Wochen oder so und da fand ich die erste Episode nicht so krass, aber ich habe es mir dann zu Hause nochmal in Ruhe angesehen. Ich muss mir sowas irgendwie immer meinen eigenen 4 Wänden angucken und dann nochmal irgendwie selber Revue passieren lassen und gucken, ja, ist das gut, ist das was für mich oder nicht. Und ja, das gefällt mir auf jeden Fall. Tokyo Ghoul ist eine richtig gute Sendung. Für diese 2 Popelquests mussten wir jetzt hier auf diese Insel. Ist aber ganz schön hart. Hätten wir die doch wenigstens hier abgeben können, aber nee, das funktioniert nicht. Na gut, dann geht's jetzt zurück. Eigentlich muss es hier doch ein Boot geben, weil ohne Boot, mein Gott, das wäre doch recht hart, hier rüber zu gehen, zu schwimmen immer. Also es muss hier ein Boot geben, weil nicht jeder hat ja, ich glaube da hinten ist auch der Anlegesteg, nicht jeder hat ja dieses wunderschöne Mount, das ihr alle nicht zu schätzen wisst. Thema, über das ich mich stundenlang unterhalten könnte. Warum ihr dieses Mount nicht mögt. Dabei ist es ja wohl das Praktischste überhaupt. Ich muss nicht auf das dämliche Boot warten. Ich bin schnell unterwegs, kann auch über Wasser, normalerweise jedenfalls. Hatten wir ja auch schon mittlerweile ein paar Mal, hat es nicht geklappt. Könnte daran liegen,
Das ist halt irgendwie... Nee, eigentlich nicht. Eigentlich kann es auch nicht daran liegen, dass es hier irgendwelche PvP-Zonen gibt, weil theoretisch ist das hier alles PvP-Zone. Das hier auch. Und hier müsste ich dann dementsprechend auch nicht laufen können. Und irgendwie, dass es nur irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Tolbarat oder 1000 Winter wäre, das, da war ich ja nicht in so einer Art Gegend unterwegs. Also das kann ja dementsprechend auch nicht sein. Vielleicht war ich aber im Kampf, weil wenn man im Kampf ist, kann man auch nicht übers Wasser laufen. Wo gebe ich jetzt den Quest ab? Hier drin, glaube ich, ne? Nee. Hier. Dort oben. In der Mondfederfeste. Ich bin mal gespannt, ob die uns jetzt noch irgendwo hinschicken oder ob das dann hier jetzt schon alles war und wir zum nächsten Posten müssen. Nein, aber ich sehe hier schon, es gibt eine Folgequest. Meldet euch bei Silivar. Silivar am Turm von Estulan. Ah, jetzt kriegen wir hier die Folgequest. Also früher kann ich ganz klar mich noch dran erinnern, da waren hier auf, bei den Ruinen der Mondfederfeste definitiv mehr Quests. Und früher sah das da auch anders aus. Also da, ich glaube, da war hier sogar noch so eine richtige kleine Stadt. Ich weiß nicht, ob das mit Todesschwinge so war, dass sich das dann da verändert hat und dass das Dorf dort verschwunden ist, zerstört wurde und dass da jetzt nur noch Ruinen sind. Oder waren da von Anfang an schon immer Ruinen? Ich weiß es nicht. Ich so diese Insel sehe eigentlich dieses, diese gestrichelten Markierungen hier, die das Wasser, das verhüllte Meer kennzeichnen. Das ist eigentlich immer das Zeichen, wenn man diese Linie übertritt, dass man hier erschöpft wird. Aber das ist hier irgendwie nicht der Fall. Also müsst ihr das eigentlich euch eigentlich wegdenken. Deswegen waren früher auch immer in Klassikzeiten diese ganzen Inseln so ein totales Mysterium und irgendwie konnte man da oft nicht hinschwimmen, weil man dann halt erschöpft war und dann mitten auf dem Meer gestorben ist. Das ist ja der Trick, den die Entwickler hier eingefügt haben, damit man halt nicht ans Map-Ende laufen kann. Also wenn man jetzt das Wasser übers Wasser läuft, weil alle Maps sind ja quasi große Inseln, große Kontinente, alles vom Wasser umgeben, wie das halt auch im echten Leben der Fall ist. Und damit man diesen Platz nicht verlassen kann und nicht irgendwie ans Map-Ende stößt, hat man das dann halt so gemacht, dass man nur eine gewisse Zeit lang über das Meer schwimmen, fliegen, reiten, whatever kann, bis man dann an Erschöpfung stirbt. Das ist eigentlich eine ganz nette Lösung. Aber es gibt halt, wie gesagt, so ein paar Inseln, die liegen. Wo haben wir hier? Die liegen halt vor der Insel hier zum Beispiel. Das sind die Hau-drauf-Inseln oder so. Und davon gibt es mehrere. Mehrere mysteriöse Inseln. Ich weiß gar nicht, irgendwo. Hier, diese hier ist, glaube ich, da sind nur Elite-Mobs drauf. Aber ich weiß gerade gar nicht, welche das genau war. Ob das die war oder welche das dann auch immer war. Und das war halt, da waren halt schon die Mobs. Die Mobs im Wasser. Solche, keine Ahnung, Hydras, Riesenschlangen, whatever. Und alles waren Elite-Viecher. Und das gab es halt schon auf Stufe 60. Was haben wir denn Schönes? Eine Libelle. Hallo Libelle. Kommen wir mal hier hin. Och, wie niedlich. Auf jeden Fall habe ich mir auch schon mal überlegt, ob ich nicht versuche, irgendwann mal in so einem kleinen Part irgendwie so ein paar Easter Egg-Orte aufzusuchen. Also Orte, wo man nicht so einfach hinkommt, beziehungsweise wo man nicht regelmäßig hingeht. Vielleicht mache ich das irgendwann mal als Special oder so. So ein paar mystische Orte hier in WoW, die vielleicht noch nicht jeder kennt, denn davon gibt es durchaus den einen oder anderen, der mir jetzt auch noch persönlich jetzt so einfällt, das muss man ganz klar sagen. Komm her. Das sind Irische einsammeln. Und das ist halt auch wirklich durchaus interessant. Es fiel mir halt gerade ein, wo ich diese Insel gesehen habe mit den Ruinen der Mondfederfeste, dass es doch in WoW mehrere Inseln gibt.
wo man teilweise früher nicht hingekommen ist. Es gab ja auch immer dieses Gerücht von der GM-Insel, aber die gab es halt wirklich nie, aber von diesen mysteriösen Orten, davon gibt es in der Tat ein paar. Gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg hier Richtung Süden. Für welches Level ist eigentlich Silithus? 55 bis 60. Da werde ich dieses Mal auf jeden Fall leveln. Und hier ist irgendwo ein Hordler, ein Allianz-Char. Weiß der Deibel was? Auf jeden Fall wurde hier ordentlich massakriert. Tidy Plates habe ich mir übrigens noch nicht installiert, wie ihr das hier seht. Okay. Ich nähere mich hier auf jeden Fall einer heißen Fährte. Der Rahmenmob wurde erledigt. Hier sind auch noch Leichen. Also wir sind hier auf einer Spur. Die hier aber, nein, noch nicht endet. Hier sind auch noch Leichen. Hier auch. Die Frage ist, ne, hier verliert es sich, ne? Vielleicht hat sich der oder diejenige auch zurückteleportiert. Nee, hier ist wieder eine Leiche. Okay, das zieht sich ja richtig weit hier lang. Also das möchte ich jetzt doch gerne mal rausfinden, wer das hier ist. Da. 44 Schamane. Der hinterlässt hier einer. Guckt euch an, wie er den auseinander nimmt. Mit dem brauche ich mich überhaupt nicht anlegen. Ganz zu schweigen halt, dass er Stufe 44 ist. Holla die Waldwehe. So. So, diese Hypogryphen. Mit denen sollen wir das gleiche machen wie mit den Irrwischen. Ach, natürlich. Jedes Mal, wenn wir das jetzt machen, kommt wieder so ein Hordler, den wir erledigen müssen. Das habe ich ganz vergessen. Aber ich glaube nicht mal jedes Mal, also von daher. Na, hier sieht er diesmal nicht. Ne, angreifen sollen wir die ja nicht, wir sollen die fangen. Das Mikro hier ein bisschen richten. So. Was sind eigentlich die anderen Quests hier? Oga, okay. Also als erstes können wir uns mal ganz in Ruhe hier um die Hippogryphen. Hippogryphen? Ne, wie heißen sie? Hippogryphen, doch Hippogryphen. Wie die aus Hogwarts. Jetzt ist hier wieder einer. Ich habe ja letztens von den Filmen gesprochen, die ich sehr gut finde. Und jetzt, wo ich gerade Hogwarts erwähnt habe oder Hogwarts, Harry Potter gehört definitiv auch dazu. Harry Potter, das hat einfach damit zu tun, dass ich damit aufgewachsen bin und quasi die Schauspieler, die das damals, die Charaktere damals gespielt haben, hier also Emma Watson, Rupert Grint und Daniel Radcliffe, dass die alle genau mein Alter sind. Dass ich quasi mit denen dann und den Filmen aufgewachsen bin. Deswegen muss ich auch ganz klar sagen, Harry Potter gehört zu meinen Lieblingsfilmen. Obwohl ich auch ganz klar sagen muss, ich fand die alten Filme besser als die neueren. Also die neuesten, wo die dann halt älter waren und, keine Ahnung, das Ganze eher mehr so auf Action-Spektakel getrimmt wurde, das war dann nicht mehr mein Fall. Mein Fall waren die ersten vier Filme. Fünf kann man vielleicht, den fünften auch noch vielleicht und, der Rest war gut. Aber der hatte nichts mehr von dem, was diese Serie, wollte ich schon sagen, dass diese Filme ganz am Anfang vermittelt hatten. Ich meine, der erste Teil, ich meine, der beste eigentlich, mit dem zweiten, die Kammer des Schreckens. Die Kammer des Schreckens ist, glaube ich, sogar noch, war mein Lieblingsbuch. Ich habe ja auch alle Bücher gelesen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch
so schnell verschlungen wie den letzten Teil von Harry Potter. Ich habe den bekommen, habe mir den vorbestellt, habe den morgens vom Briefkasten rausgefischt, vom Briefkasten, vom Briefträger abgefangen und habe 2 Tage, glaube ich, fast durchgehend gelesen. Und ich glaube, ja, das war bis jetzt das einzige Buch, das ich so wirklich vernichtet habe. Und wenn man sich mal vorstellt, wie schwer es mir damals gefallen ist in der Schule, keine Ahnung, die ganzen Bücher zu lesen, diese kleinen Heftchen mit der Schimmelreiter. Weiß ich nicht, was gab's da noch? Was haben wir noch gelesen außer den Schimmelreiter? Aber ja, das schon wieder vergessen. Dieser ganze Schulkram, diese ganze Pflicht, diese ganzen Pflichtlektüren, die man in der Schule gelesen hat, im Deutschunterricht. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, da habe ich oft mir solche Zusammenfassungen rausgesucht und habe dann nur die Zusammenfassung gelesen, weil ich echt keinen Bock hatte, dieses dämliche Buch komplett zu lesen, weil ich damit echt überhaupt nichts anfangen konnte. So im Nachhinein betrachtet eigentlich eher ein bisschen dämlich, weil diese Klassiker, der Schimmelreiter, was gibt's denn noch? Warum fällt mir nur der Schimmelreiter an? Nur der Schimmelreiter ein. Ich habe davon bestimmt. Bestimmt in meiner Schullaufbahn 8, 9, 10 Bücher gelesen. Eigentlich in jedem Jahr mal ein Buch, also manchmal sogar 2. Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall waren es mehr. Was habt ihr denn so für Bücher gelesen in der Schule? Würde mich immer interessieren, vielleicht ist da irgendwas von dabei, das ich auch gelesen habe. Irgendwas an Schullektüre, Pflichtprogramm. Das würde mich doch interessieren. So. Bevor ich jetzt hier noch zu weit ins Plaudern gerate in dieser Folge, mache ich hier einen Cut und im nächsten Part geht's weiter. Bis dahin, ciao.